Glaubensverwirrung aus meinem Buch Gedankensplitter. Wahrer Glaube ist einfach und tief in jedem von uns verwurzelt. Es geht nicht darum, die Existenz Gottes beweisen zu müssen, um daran glauben zu können. Wenn ich glaube, dann ist Gott existent. Gott ist oft nur ein Ideal, der Wunsch der Menschen, über sich selbst hinauszuwachsen mit seiner Seele. Gut zu sein, Friede und Liebe zu empfinden. Ludwig Feuerbach war der Meinung, dass Gott eine Projektion von uns in unserem höchsten Menschsein ist. Er ist mit seinen Gedanken nicht weit von Platon entfernt, für mich der Begründer der Geisteswissenschaften. Die Ideen sind die Wirklichkeit und nicht die einzelnen Dinge, die man sieht. Es gibt einen idealen Tisch, an diesem haben alle Tische dieser Welt Anteil. Es gibt einen idealen Menschen, an diesem haben wir alle Anteil. War nicht Jesus der ideale Mensch für die Christen? Buddha der ideale Mensch für die Buddhisten? Mohammed der ideale Mensch für die Muslimen? Die Propheten die idealen Menschen für die Juden? Hier bildet sich aber unweigerlich eine Hierarchie. Diese Menschen stehen bereits hier auf Erden über alle anderen Menschen. Nicht nur in Gedanken, so wie Platon es meinte, sondern hier unten auf Erden, in unserer Welt. Es ist für mich schwierig, daran zu glauben, denn Religion bedeutet für mich nicht Trennung, sondern Zusammenfügung, Einheit. Buddha war ein anderer Mensch als Jesus oder Mohammed. Das ist das Problem. Religion bedeutet Rückbindung an Gott und kommt aus dem Lateinischen. Im Italienischen heißt rilegare einbinden. Der Präfix ri wird oft verwendet für wiederkehrende Dinge bzw. für zurückkehrende Dinge. Ricominciare, von neuem beginnen. Ritornare, zurückkommen. Riamare, zurück lieben.